Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu S-Juniors. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und wir haben in der letzten Folge ja, das ist schon wieder buggy, hier ein bisschen ausgebaut. Falls ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt oben rechts aufs i klicken. Da gelangt ihr zur letzten Folge oder zur gesamten S-Juniors Playlist. Und wir werden heute mal ein bisschen weiter hier uns gut aufstellen. Und oh, da ist ja noch Schrott. Ich mache hier extra noch was. Und aufbauen. Und wir werden nun einen Schmelzer bauen. Da, Schmelzer. Hier ist ja auch noch Schrott. Mann! Gemisch. Guck, und deswegen sortiere ich gerne. Habe ich das jetzt abgebrochen? Ach, kacke Dreck. Schmelzer. Mist. So. Okay. Weiter geht's. Schrott kommt hier hin. Der Schrott ist noch nicht ganz fertig. Da müssen wir noch was schrotten für den Schrott. Schredder den Schrott. Da kommt es wieder. Einfach nur um Notfallsenergie zu. Oh, guck mal. Guck mal. Das können wir auch nicht, ne? Das kommt jetzt hier mal weg, das Ding. Hallo. Dass man damit nichts anfangen kann, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Außer, dass halt, glaube ich, sprengen kann man es, aber sonst. Guck mal, jetzt habe ich mir eine ganze schöne gerade Fläche wieder kaputt gemacht. Immer die gleiche Scheiße. Gerade ist was anderes, aber hey. Ach so, weil diese aufeinander liegen. Weg damit. Wie lange forschen das noch? Wahnsinn. Wie viel wir da einfach rauskriegen. Hammermäßig, ey. Das war ja nicht so viel. Okay, mal den ganzen Schrott hier verschreddern. Auf jeden Fall, ey. Das ist eine Katastrophe, wie viel Müll hier rumliegt. Mann. Dass man einmal für das Gute und einen Tag, egal. Okay, den haben wir gebaut. Jetzt haben wir leider nicht genug Aluminium, um uns so ein Ding. Ich trade jetzt einfach nochmal rohes Aluminium. Ist ein bisschen kostspieliger, aber ich brauche das tatsächlich, weil ich will diese großen Plattformen bauen, weil das einfach viel mehr bringt. Wischt ihr, was ich meine? Das war nix. Ein Aluminium. Komm, da kriegen wir doch ein zweites hin. Um hier nicht unnötig. Das kann ich auch nicht anheben, ne? Nee, aber den Reifen. Der kann geschrottet werden, wie es hier aussieht. Nee. Ah, guck hier. Wächst nach. Da. Zack. Wächst da hoch. Ah, die Plattform ist auch heil, ne? Okay, gut zu wissen. Die merken wir uns. Ist ja was wir auf jeden Fall hier noch machen. Hä? Oh. Bisschen Energieschub. Yay! Habe ich das jetzt schon? Nee. Hier lag doch so viel Schrott rum. Wo ist denn der jetzt alles? Doch schon weggeschreddert, oder was? Nee, hier ist noch so ein kleines bisschen süßes kleiner Schrott. Aufräumen ist die Devise. Ist hier noch was? Außer das Ding, was ich nicht mehr wegkrieg. Nee, aber da hinten war ja noch was. Stimmt. Schnell! 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 Hier ist nichts. Echt jetzt? Doch, da.
Los. Ah, damit kann man nicht springen und nicht schnell laufen. Wir werden ersticken. No. Nicht draufgehen. Nicht draufgehen. Oh, mit Energie. Es ist so viel Nacht in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. Das täuscht vielleicht auch. Aber gefühlt ist immer Nacht. Komm jetzt, das reicht noch für einmal. Für einen Schrott. Ja. Sehr gut. Zwei Aluminium. Traded. Oh, es fliegt durch unsere Plattform durch. Naja, upsila. Aber oh, wir hätten das auch hier oben drauf kommen bauen können. Nein. Dass man die Sachen nicht mehr runternehmen kann. Das stört mich sehr. Und weg ist die Energie. Jetzt alles aufgebraucht. Oh, da kommt ganz schön Fieber raus. Okay. Jetzt ist der Saft alle. Da müssen wir uns auch nochmal irgendwas überlegen. Aber nicht jetzt. Jetzt habe ich keine Lust darauf. Als nächstes bauen wir hier. Und dann bauen wir da ein großes, so ein... Wie heißt denn der Scheiß? So eine Fahrzeugwerkstatt. Und dann bauen wir hier ein großes Shuttle drauf. Und von hier aus erkunden wir die Welt. Aber als erstes natürlich das Habitat. Das sollten wir bauen. Genau. Das ist ja aktuell der Plan. Ich erinnere mich. Habe ich nie vergessen. Ah ne, den haben wir schon gebaut. Große Plattform. Typ C. Aluminium. Ah, wir haben keinen Strom. Ja, das ist jetzt blöd. Müssen wir kurz auf den Tag warten. Da sind wir wieder. Der Tag ist angebrochen, die Plattform ist gedruckt und es gibt einen Sturm, der auf uns zukommt. Ich hoffe, der zieht vorbei. Blöder Sturm. Nee, ich fürchte, der erwischt uns voll. Oder? Ja. Oh, oh. Oh, oh. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Nochmal, nochmal. So, Sturm haben wir auch geschafft. Mann, Mann, Mann. Darf ich jetzt weiterspielen? Danke sehr. So, das ist der Schmelzer, gell? Genau. Den bauen wir einfach mal. Pff, keine Ahnung. Ich hätte den jetzt gerne da, wo das Ding ist. Und stattdessen... Da dann was anderes. Na, wir bauen erstmal... Erstmal hier hin. Ist alles nicht so ordentlich gerade, ich weiß. Es stört mich auch, aber ich habe gerade keine Lust, mich um den Boden zu kümmern. Ganz einfach, deswegen schiebe ich das alles ein bisschen vor mich hin. Okay. Nee, andersrum. So. Nicht die eleganteste Lösung, aber egal. So. Das Handeln ist echt super, ey. Finde ich. Habe ich auch vorher nie benutzt. Erst jetzt, wo halt, naja. Okay, was wollte ich jetzt noch bauen? Hier, das Ding. Mittelgroßer Drucker, mittelgroßer... Nee, da. Aluminium. Ist ja gerade in Arbeit. So. Das kann man noch. Ach, ich weiß nicht. Hier hin. Komm, ja. Lagerplatz. Was soll's? Dahin. So. Zack, zack. Mittelgroßer Drucker wird gedruckt. Dann brauchen wir noch... Gemisch. Das war da unten. Ne, nicht Gemisch, das andere. Ah, ich hab den Namen vergessen. Kann man ja auch gleich mal handeln, aber wir haben nicht mehr so viel. Das, die Nudeln. Nudeln brauchen wir. Der Ofen feuert. Gut, dass wir so viel Strom haben aktuell. Hier, überall. Solarzellen, Energiezellen. Schmelzer, große Plattform. Ist zwar nicht gerade, aber wir machen das jetzt einfach mal hier hin. Irgendwo muss das ja hin, das Zeug. Oh, das ist ja der Drucker. Das ist gar nicht die Plattform. Ups. Erkenne ich jetzt eigentlich, wo vorne und wo hinten ist? Try it. Na, genau falsch rum. Jetzt habe ich das Licht ausgemacht. Auch super. So,
Nee, ein Habitat. Kupfer. Kupfer habe ich. Mehr als genug. Oh, komm mal wieder das Licht an hier. Ist ja blöd sonst. Yeah, ein Habitat. Endlich können wir hier auch spawnen. Das finde ich gut. Oh ja, hier ist noch was zum... Ein paar Boys zum Abstauben. Warte, hier war noch was. Oder? Oder? Ja. Habe ich so richtig... Oh, da ist sogar noch was. Noch was. Nice. Sehr gut. Okay, wie lange braucht der hier noch ungefähr? Steht das bei? Ja, 6 Minuten. Okay. Wie viel haben wir denn? Zwischen mir 6000. Was bauen wir uns denn da? Irgendwas Wichtiges. Große Plattform B, große Plattform, mittelgroße Plattform B. Große Plattform D, ein Lager, extra großes Lager. Okay, die brauchen wir noch nicht. Dynamit, nee. Irgendwas hier von Mineralextraktor wäre doch mal eine Idee. Treibstoffkondensator wäre auch cool. Aber nee, Geländeanalysator, nee. Ich glaube tatsächlich die Mineralextraktor. Oh, der ist aber auch günstig geworden. Okay, wo pflanzen wir das Ding jetzt hier hin am besten? Ach ja, komm hier. Platzieren. Zack, bumm. So und so. Sehr schön. Speichern. Wow. Nice. Jetzt bauen wir hier auch, wenn wir drauf gehen. Hey, sehr gut. Cool, 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 cool. Okay, können wir hier noch irgendwas gerade von Relevanz? Eine Winde ist das. Nee, nee, nee. Nee, was haben wir denn gerade gelernt? Ich hab das wieder vergessen. Ach ja. Den hier. Oh, der braucht nur Zeigemisch. Der ist ja billig. Spottbillig. Okay, haben wir noch irgendwas zu schreddern hier? Kann nicht sein, dass das Eis schon weg ist. Ah, da ist noch Fuß. Ah, komm. Schade, dass man die großen Sachen noch nicht schreddern kann. Die Betonung liegt hier offen noch, weil die haben bestimmt auch irgendwann eine Funktion. Müssen wir hier mit hin... Nee, nicht du. Du. Musst du da hin? Du kommst da mit hin. Mich mal interessieren, na, das passt da nicht drauf, wa? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Okay. Passt du da drauf? Ja, aber man kann die nicht anpacken. Auf was mache ich das jetzt für ein Ding? A oder B? Kommt halt wieder super viel Ressourcen bei raus. Na, dann lieber so. Ja. Also ich würde mal sagen, diese ganzen Sachen, die Ressourcen einfach produzieren und generieren, am besten auf so eine große, also sowas hier, der auch, wobei der das jetzt nicht von alleine beseitigt dann. Aber trotzdem, das ist einfach cleverer. Hatte ich nicht. Ah nein, die sind in einer anderen Basis, ne? Schade. Okay. Wo machen wir das jetzt hin? Gute Frage, nächste Frage. Ach, ist ja, ist gerade unaufgeräumt hier. Ein bisschen begradigen. Klatschen wir das hier noch hin. Dann mache ich das mal offscreen hier mit dem Basenschönen bauen wir mal ein bisschen, wenn ich ein bisschen Zeit habe. So, jawohl. Na komm. Ja. Dich. So, das war's auch schon wieder. Oh, in der anderen Basis habe ich so viel. Okay, jetzt können wir wirklich Ressourcen generieren. Bis wir blöde sind. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch eine Fahrzeugbucht hinkriegen. Ah, nochmal 2 Aluminium haben wir. Haben wir. Ressourcendicke. Ist das eine Fahrzeugbucht? Ja. Okay, sehr cool. Und die pflanzen wir dann eigentlich direkt hier, wo die Batterien sind, wa? Machen wir die Batterien mal hier rüber. Einmal da, einmal da. Und dann
Haben wir eine Fahrzeugbucht? Können wir schon den großen Shuttle? Zufälligerweise? Gerade in diesem Moment? Nee, der braucht 8000 Bytes. Ey, ey, ey. Ja, ne? So. Zack, zack, zack. Untersuchen. Nee, untersuchen. Warum kann ich jetzt hier nicht bauen? Entschuldigung, ging das doch noch? Hä? Also der müsste das doch zumindest hä? Okay, ich habe mal geschaut und geguckt und gegoogelt und das wohl tatsächlich ein Bug. Dass der das ja nicht als Boden wahrnimmt. Also man kann ja echt überhaupt nichts drauf bauen. Aber es soll wohl helfen. Wenn man das hier quasi... Man da so ein... Boden drauf macht. So quasi. Sodass er dann... Komm. Sodass er dann quasi ganz knapp hier drunter baut. Reicht das jetzt schon? Ja, auch nichts dabei gerade. Da ist noch ein Stück. Gucken, ob das funktioniert hat. Ich brauche mal Gemisch. Ja, okay, das hat tatsächlich funktioniert. Sieht das jetzt auch wieder? Nee. Okay. Der scheint das wohl nicht so richtig als Boden zu sehen. Naja, machen wir es halt so. Sieht halt von unten ein bisschen bescheiden aus, aber ist, denke ich, auch okay. Ja, immerhin können wir jetzt da oben was drauf bauen. Okay, ja, nochmal irgendwie mehr Strom wäre gut, ne? Aber dazu brauchen wir eigentlich... Ah, wir können mal ein paar Batterien bauen. Komm, was soll der Geiz? Wir haben ja diese Dinger. Hier, die. Da haben wir ja richtig ordentlich von eigentlich. Ah, guck, ich sehe es ja schon. Da ist noch... Ja, hier oben drauf. Lass das schon mal drucken. Dann packen wir da oben einfach noch ein paar Batterien hin. Was soll's? Na? Gut, dann erst da zwischenlagern. Okay. So und so. Oh, hier habe ich aus Versehen. Nee. Mist gebaut. Das geht ja wieder nicht. Drucken. Ab nach oben. Und das wächst ja echt zügig nach, das Zeug. Den Rover will ich jetzt hier oben nur nicht unbedingt drauf bauen. Aber den großen Shuttle dann. Das finde ich cool, hier von so einer Plattform abzuheben. Ah, es gefällt mir. Das gefällt mir. Nur mehr Licht wäre gut, aber dafür den hier aufgeben. Den können wir hier auch da hinsetzen. Machen wir mal noch ein Licht. Kupfer brauche ich dafür, gell? Habe ich nicht mehr. Habe ich kein Kupfer mehr? Quatsch. Quatsch, da hinten ist noch was. Guck, sag ich doch. Wir setzen den mal lieber hier hin, nicht, dass uns der wegweht. Leuchtfeuer, Verlängerung, bla 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 bla. Arbeitslicht, Arbeitslicht. Wieso ist denn jetzt der Strom ausgegangen? Also mein Licht. Nein, nein, nein! So was Doofes. So was Doofes. Hallo? So was Doofes jetzt. Manometer. Sehr cool. Ja, wird doch langsam hier. Sollen wir noch irgendwie die ganze große Scheiße wegtun? Das kann ich nicht mal aufheben. Mönne. Ach, guck mal, wir können das einfach mal hier dran machen. Guck mal, da weht auch Wind. Machen wir den hier auch am besten damit dran. Dann ist hier drüben so unsere Stromgeneratoren-Dingens. Jetzt werden hier langsam die Batterien alle aufgeladen. Drehen die sich immer noch zu einem? Ja, bisschen nervig, aber egal.
Kann ich das jetzt schon... Ah nee, es ist fertig, ne? Fertig gelernt. Ich habe hier doch irgendwo... Da ist noch was. Es fehlt auch nicht mehr viel bis zu den 8000. Können wir den großen Shuttle bauen. Der ist schon notwendig, um auf die anderen Planeten zu kommen, fast, glaube ich. Also, was heißt glaube ich? Ich weiß es. Alles andere macht gar keinen Sinn. Gut, genug Saft haben wir, dass das hier vernünftig geht. Haben wir noch was zum Schreddern? Höchstens da hinten, ne? Ich hole mal noch was. Nachdem wir ja anfangs so ertrunken sind in Schrott, ist das jetzt ein bisschen zu wünschen übrig. Entschuldigung. Aber ein bisschen was findet man ja dann doch immer. Mann! Aber ein bisschen was findet man denn ja doch immer. Oh, da geht uns wieder der Saft zur Neige. Aber es wird gerade Tag. Es reicht tatsächlich aktuell. Ich habe so das Gefühl, so immer mit so ein bisschen Wind und so. Gerade so. Aber auch wirklich gerade so. Und das was, wenn ich das so umdrehe? Oder geht der immer auf den hinteren da? Das wäre ein bisschen doof. Oh, hier ist noch was zum... Och komm, du hast hier so viel Platz. Blödes Ding. Schon wieder Tag, oder? Oh, wir verbraten hier gerade Energie, die wir nicht haben. Da, 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 da. Wo geht denn die Sonne überhaupt auf? Da drüben. Eigentlich sollten wir mal die Solarzelle so drehen, gell? Können wir das machen? Starten wir uns so eine Batterie hier oben. Reicht ja nicht auch die? Wahrscheinlich aber auch nicht. Nee, das reicht hinten und vorne nicht. Weil wenn wir es jetzt drehen... Nee, das lassen wir mal lieber so. Weil, ist ja Quatsch. Das ist ja Blödsinn. Weil, dann hat sie ja theoretisch auch später... Ich weiß natürlich nicht, ob das hier wirklich so ist. Aber dann hat sie ja abends keine Sonne mehr. Dann lieber so. Komm, ran da. Ja. Tatsächlich nicht so viel Energie, die wir produzieren. Hm. Ist doch hier eine schnieke kleine Basis. Hallo. 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 Ja, na gut. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen nach oben. Wenn sie euch richtig gut gefallen hat, dann lasst doch am besten ein Abo da. Das, Ich habe mir schon wieder nichts Gutes überlegt. Mann! Fürs nächste Mal versprochen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss!